Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zur neuen Folge Minecraft. Guys, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr die Weihnachtstage inzwischen schon gut überstanden habt, beziehungsweise immer noch am Start seid und immer noch irgendwelche Sachen macht. Oh ja, das ist auf jeden Fall immer noch eine sehr interessante Sache, die hier in Minecraft Guys vor sich geht. Auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, ich kann euch mal kurz erzählen, was heute bei mir abgeht. Und zwar, hab ich hier gerade, ein wenig was zu tun. Auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, es hat sich natürlich einiges getan. Wir haben zum Beispiel in der letzten Folge einen kleinen Boss besiegt, wo wir tatsächlich eine weitere Klingel bekommen haben, ja? Und die Klingel ist natürlich dafür da, um einen wunderschönen kleinen Klingelton zu erzeugen, damit wir natürlich immer wissen, wenn jemand bei uns zu Hause klingelt. Ist zwar in diesem Projekt das Allerdümmste, was ich machen kann, und mir ist gerade eben ein Anvil auf den Fuß gefallen, oder woher habe ich auf einmal den Amboss? Ja, das ist natürlich ein sehr natürliches Verhalten für einen Amboss. Auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, ich möchte euch kurz mal was zeigen. Und zwar habe ich nämlich tatsächlich schon meine Weihnachtsgeschenke bekommen. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr natürlich auch eure Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mir da sehr viele interessante Bilder auf Instagram zusenden könnt, weil ich möchte mir das natürlich sehr gerne ansehen. Manche von euch haben ja T-Shirts bekommen, manche haben Pullover bekommen. Wer von euch hat den Dr. Auge bekommen? Viele bestimmt, ja. Und deswegen, meine werten Damen und Herren, freue ich mich natürlich, dass es da bei euch alles so okay. Hoffe ich natürlich, dass bei euch irgendwie das alles echt gut funktioniert hat. Und deswegen, meine werten Damen und Herren, möchte ich euch heute vorstellen, ja, und zwar mein Geschenk. Und zwar habe ich nämlich eine kleine Slot Machine geschenkt bekommen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier auf dem Bild sehen könnt, aber das ist eine Slot Machine, ja, und da kann man tatsächlich hier dran drehen und dann kannst du da auf jeden Fall so gewinnen, ja. Das heißt also, wenn du hier gut dran drehst, ja, und du kannst und du hast irgendwie Glück oder sowas in der Art, dann kannst du das irgendwie, da kannst du dann irgendwie Geld drin gewinnen. Das heißt also, das ist eigentlich eine Spardose, ja. Und wenn du dein Geld wieder zurückhaben möchtest, musst du dieses Ding drehen und dann musst du hoffen, dass dreimal eine 7 kommt oder dreimal das Barzeichen und dann kommt das Geld da raus, aber so wie es aussieht, möchte es gerade nicht. Komm, wir versuchen mal noch ein paar Dreher, da können wir mal kurz gucken. Oh! Oh, habt ihr es gerade gesehen? Die hat gerade eben tatsächlich gewonnen. Jetzt habe ich hier gerade ganze 40 Cent bekommen. Woo! Das heißt also, wenn ich jetzt also wieder sparen möchte, ne, dann lege ich hier wahrscheinlich einfach wieder das Geld rein. Ganz gechillt. So, und dann habe ich jetzt hier wieder das Geld drin. Und jetzt kann ich wieder drehen und hoffen, dass ich gewinne. Oder mehr sparen. Oder ich kann natürlich Leuten hier anbieten, mit dem Ding zu spielen. Und dann kann da natürlich ein richtiges Glücksspiel rausgemacht werden. Woo! Okay, meine werten Damen und Herren, das ist auf jeden Fall das, was ich geschenkt bekommen habe. Falls ihr natürlich auch coole Geschenke bekommen habt, wie zum Beispiel das Geschenk, was vor meiner Tür steht und eine Bad Lucky Potion. Oh. Das war knapp. Da ist gerade eben fast ein Amboss auf mich draufgefallen. Okay. Wir haben tatsächlich hier eine minus 100% Bad Lucky Potion irgendwie bekommen. Das heißt also, damit können wir definitiv nicht sehr viel anfangen, aber wir können sie trotzdem mal werfen und schauen mal, was passiert, ja. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir auch kein Glück, ja. Wir haben übrigens hier immer noch diesen komischen Laserstrahl, ne, den wir irgendwie deaktiviert haben, aber was soll man denn da machen, ne? Mal gucken, ob das Ding funktioniert, mal gucken, was rauskommt und... okay, warte mal, da können wir natürlich kurz einen Prozess machen. Boom! Boom! Bam, 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 boom! Warte mal, wir können hier nochmal, warte, ganz gechillt nochmal was viel Besseres nehmen, und zwar den Flamethrower. Oh, 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 da werden wir angegriffen, ne? Und jetzt kurz alle verbrennen. Wuhu! Guckt euch das mal an, wie stark wir sind. Oh yeah. Guckt euch das mal an, da gehen jetzt wieder diese komischen Geister von den Zombies in den Himmel. Das sieht so cool aus. Okay, eigentlich hatte ich heute auch gar nicht vorgehabt, die ganze Zeit Zombies mit Flammenwerfern oder sowas in der Art zu töten, ne? Sondern meine Kühlschränke von meinem komischen Vorgarten zu entfernen, weil nämlich überall Kühlschränke entstehen, ne? Und das mit den Kühlschränken ist auch inzwischen schon so ein richtiger Running Gag. Und lasst mich doch raten, ich habe doch bestimmt... Oh, ich habe keinen Kühlschrank als Tür. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Also da muss man schon sagen, da... Oh, da ist ein Bonbon auf dem Kühlschrank drauf. Haha, da muss ich aber auf jeden Fall drauf. Yeah. Oh, noch ein Bonbon. Hm, Pompons. Ich liebe Pompons. Okay, auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun, als die ganze Zeit Pompons zu essen. Ja? Und zwar müssen wir nämlich Weihnachten weiter feiern. Weihnachten ist natürlich eine sehr tolle Zeit, ja. Und deswegen, meine werten Damen und Herren, gehen wir mal wieder kurz zu diesem Mädchen darüber, was wir in der letzten Folge gefunden haben. Weil wir haben nämlich in der letzten Folge nämlich ganz hinten... Oh, what the fish? Was ist das bitte für ein Geräusch, mit dem ich hier geschlagen werde? Wow, jetzt schenkt er mir Fische. Jetzt hör mal auf, Geist. Jetzt rast man bitte nicht so aus. Wir haben heute auf jeden Fall noch was Wichtigeres zu tun. Und zwar, meine werten Damen und Herren, wir haben nämlich dieses eine Mädchen, was wir in der letzten Folge gerettet haben. Ich bin übrigens gerade in diese Grube reingefallen. Wir haben hier letztes Mal dieses komische Mädchen da getroffen, beziehungsweise gerettet, ja, was wir dort hinten in diesem komischen Ozean da gefunden haben, ja. Und dort war natürlich auch dieser Wal unterwegs und sowas in der Art. Aber diesmal war da irgendwie ein Gebäude, ja, wo tatsächlich ein Boss dieses Mädchen gefangen genommen hat. Und die hat uns tatsächlich
tatsächlich in der letzten Folge erzählt, dass sie tatsächlich im Schlaf einfach so genommen wurde. What the fish? Was soll ich denn mit so vielen Fischen hier anfangen? Oh, und da sind die Birnen. Alles klar. Auf jeden Fall gibt es eine Menge komische Informationen, die wir von diesem Mädchen noch nicht wissen. Deswegen wollte ich eigentlich mal kurz fragen, was die hier eigentlich nochmal vorhat. Aber wir haben hier eine Menge Birnen und Fische. Ich nehme die Fische einfach mit. Ist okay. Birnen und Fische. Soweit das Auge reicht. Okay, meine werten Damen. Oh, was ist das bitte für ein Geräusch? Oh Gott. Hi, wie geht es dir? Es tut mir leid, dass ich übrigens, Dingsabumsa. Hallo, das ist übrigens der Geist hier, der die ganze Zeit dabei ist, ne? Also da musst du dir ehrlich gesagt keine Sorgen machen, das ist ganz normal, okay? Das ist einfach der komplette Alltag. Das habe ich auch deinem Bruder schon erzählt gehabt, ne? Und es geht tatsächlich jetzt gerade darum, okay, pass auf, ich kann dir tatsächlich jetzt nochmal kurz helfen. Ich wollte einfach nur kurz fragen, wie es dir so geht und ob du vielleicht noch irgendwas brauchst oder sowas in der Art, denn ich habe nämlich deinem Bruder nämlich damals einfach so Essen und sowas gegeben und dann ging es dem eigentlich, glaube ich, wieder gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir irgendwie, ich würde mich gerne waschen. Alles klar, das können wir gerne machen. Komm mal kurz mit, ne? Der gute alte Geist, jetzt verzieh dich, Mann! Geh weg, Geist! Also, pass auf. Du kannst übrigens, wenn du jetzt, kannst du dir hier ein paar Fische mitnehmen und ein paar Birnen. Das wurde uns tatsächlich von der Geist GmbH und Co. KG gespendet, ja? Das ist... Keine Angst, das ist normal, ja? Dass du hier irgendwie gehauen wirst und das klingt so irgendwie, als ob du mit einer Pfanne gehauen wirst. Das ist hier ganz normal, ja? Komm einfach mit, ich kann dir kurz zeigen, was du hier machen kannst. Übrigens, du musst, um hier reinzukommen, musst du über den Kürbis hier reinspringen. Das ist die einzige Möglichkeit, um reinzukommen. Die ganzen Kühlschränke, die hier sind, nicht wundern, das ist ganz normal, ja? Es ist ein ganz normaler Tag bei mir und hier entstehen auch weitere Kühlschränke, das ist normal, ja? Wir haben hier eine Menge Kühlschränke und frag mich auch nicht, warum. Oh, meine Welt lädt hier gerade nicht mehr. Warte. So, okay, jetzt funktioniert es wieder. Komm hier kurz ruhig, ne? Das heißt also hier, na, zack, einmal hier durch der Dings in das Haus reinkommen. So, gar kein Problem. Einfach, oh, hier sind auch weitere Kühlschränke. Aber keine Sorgen machen, ja? Kühlschränke sind immer beliebt und sehr cool. Ich schaue noch mal kurz nach, ob ich kurz mal was für dich schnell machen kann. Du kannst kurz oben warten, ne? Ich komme gleich runter. So, beziehungsweise ich komme gleich hoch. So, den ganzen Fisch können wir kurz daran legen. Und den ganzen Fisch können wir daran legen. So, und wir bauen jetzt mal kurz eine Dusche, oder? Oder sowas in der Art für dich, ne? Keine Angst, ich habe gleich alles für dich da. Hier ist die Crafting Bench, die wir haben. Easy peasy. So, dann nehmen wir mal kurz ein Bucket. Komm mal kurz mit, ne? Wir machen einfach mal für dich eine Dusche ready, Tingaddy. Das heißt, wir haben sogar hier gleich eigentlich neben unserem Wasser eigentlich hier ein bisschen Wasser. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Übrigens, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich den Boss mit einem Feuerlöscher... Seit wann ist hier ein Loch? Hey, du, warte, ich bin gleich wieder oben. Kein Problem. Warte, ich brauche nur eine Sekunde, dann bin ich wieder oben. Es tut mir leid, ich bin in ein komisches Loch gefallen. Ich weiß, ich kenne mich hier tatsächlich sehr gut aus, da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, da ist jetzt ein Stuhl. Falls du dich, falls du willst, kannst du dich da gerne hinsetzen. Ja, jetzt sitzen wir. Und haben einen Kühlschrank als Fernseher und ein Waschbecken. Du kannst, wenn du willst, kannst du dir hier die Hände waschen. Das heißt, nee, kannst du nicht. Das ist kaputt. Aber komm mit, ich mach dir jetzt mal ein gescheites Badezimmer, ja? Komm mal kurz mit, ich habe eine richtig gute Idee. Aber mach dir keine Sorgen bezüglich den ganzen Geräuschen, die hier überall sind, ja? Es ist normal, dass sie hier ganz normale, komische, interaktive Geräusche haben. Komm kurz mit nach unten, ja? Wir werden hier unten einfach mal kurz was für dich fertig machen, ne? Das heißt, wenn wir hier durchkommen, hier nimmst du einfach mal kurz das da, so. Es ist ganz normal, dass hier überall Wasser und sowas in der Art fließt. Das ist ganz okay. Ich wollte hier einfach mal nur kurz hier. Warte mal, wir machen einfach kurz so, so, so. Oh Gott, da haben wir uns jetzt bei uns zu Hause reingegraben. Das ist natürlich nicht das Beste. Wir gehen einfach mal kurz weiter hier hin. Genau, hier könnten wir, glaube ich, etwas viel Besseres hinbauen, so. Das heißt, wir machen hier so. Warte mal, wir gehen mal kurz zu den Shrubs hier durch, ja? Genau. Und warte, keine Angst, das ist ein Fake-Block. Durch Fake-Blocks kannst du durchlaufen. Das ist ganz normal bei diesen komischen Blöcken hier. Das ist der Geist, der die ganze Zeit so komische Geräusche macht. Das ist ganz normal, okay? Da musst du keine Sorgen machen. So, und wir können jetzt einfach mal hier so... So, machen wir hier mal kurz so einen Ablauf. Dingsabumster auch noch gleichzeitig. So, und dann nehmen wir hier das Wasser. Easy peasy lemon squeezy. Und dann dürftest du hier... Da musste ich gerade niesen. Tut mir leid. da kannst du jetzt tatsächlich in die Dusche gehen. Okay, das ist eine Dusche, die kannst du benutzen, so oft du willst, so viel du willst, ja. Wenn du Seifen brauchst oder sowas in der Art, dann, okay, danke. Nimm hier diese grüne Socke, falls du die brauchst. Dann kannst du hier gerne noch ein paar komische Kaugummis haben oder sowas. Dann hast du hier ein bisschen Schokolade, aber gibt es nicht im Geist, sonst wird er wieder hyperaktiv und greift uns an. Und dann werden wir auf jeden Fall, und dann, falls du vielleicht auch brauchst, hier ein Raw Chicken, ja. Wenn du fertig bist mit Duschen, komm dann wieder hoch, okay? Ich warte dann oben auf dich und werde den Geist so lange ablenken. Hey, Geist, komm mal her, ich
ich hasse Kühlschränke. Oh nein, stell mir doch am besten einen Kühlschrank hier hin, sodass ich mich richtig, richtig schlecht fühle. Oh, ich hasse Kühlschränke so sehr. Oh, ich hasse Kühlschränke. Oh, Kühlschränke sind das Allerschlimmste. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, meine ganze Wohnung ist geflutet. Oh nein, ich... Okay. Habe ich ihn? Immerhin ist der Geist nicht zieltrefferfähig. Vielleicht treffe ich ihn ja mit dem Flammenwerfer irgendwann mal. Aber ich muss ihn jetzt einfach mal so lange ablenken, solange die dort irgendwie duschen geht, weil sonst haben wir nämlich ein kleines Problem. Wo ist der? Ah, er ist hinter uns. Ja, warte mal. Mann, mit was werde ich denn hier geschlagen? Jetzt... Hau jetzt mal ab hier. Oh Mann, ich hoffe, die ist schnell fertig mit dem Duschen, ey. Ich kann der ja nicht irgendwie behilflich dabei sein. Ich weiß nicht, wie schnell ihr duscht, aber bei mir... Dieser komische Geist ist so nervig, Alter. Zum Glück haben wir letztes Mal diesen komischen Schneemann da besiegt gehabt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wo ist mein Zaun hier eigentlich hin? Seit wann ist der Zaun hier weg? Ach... Naja, oh, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Oh, Geist, guck mal. Oh, dieses Feld geht aber gerade wirklich kaputt, nachdem ich hier ein bisschen herumgelaufen bin. Oh nein, oh, guck mal, die ganzen Karotten sind... Oh nein, guck mal, du triffst ja nicht mal den Aerosol HD. Oh Gott, guck mal, ich mache hier das gesamte Feld kaputt. Oh, und das Feld vom Geist ist kaputt und der Geist kann nichts dagegen tun. Oh, ein halbes Herzchen Schaden hat er mir gemacht. Oh, der Geist, viel Spaß mit deinem kaputten Feld. Hoffentlich ist die demnächst irgendwann mal fertig mit dem Duschen oder sowas. Bist du fertig mit dem Duschen? Ja. Okay, du siehst gut aus. Das hätte ich nicht gedacht. Die Schuhe, woraus, die hast du aus den Socken gemacht, die ich dir gegeben habe? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Hast du noch irgendeinen weiteren Wunsch, wo ich dir helfen kann? Weil, eine grüne Mütze hast du mir geschenkt. Oder woher kommt die grüne Mütze? Ach, ich zieh die an. Ich habe jetzt eine grüne Mütze. Yeah. Ich sehe auch gut aus, oder nicht? Yeah. ich möchte mich jetzt umziehen. Okay, aber leider, soll ich dir dann irgendwie eine Lederrüstung machen oder sowas in der Art? Oder eine Goldrüstung oder eine Diamantrüstung? Okay, Diamanten habe ich nicht. Bitte sag bitte nicht Diamanten, weil ich bin ein armer Mann, okay? Vielleicht eine Leder... Nein, ich zeige es dir. Okay. Was möchtest du mir da direkt zeigen? Wurdest du eigentlich belästigt, als du geduscht hast und ich war weg oder sowas in der Art? Ja oder nein? Oder ich weiß es nicht. Okay. Alles klar? Du möchtest mir also etwas zeigen, ne? Okay. Das ist jetzt was? Was soll das sein? Ist das jetzt dein... Haus? Das ist ein Spiegel. Nein, das ist kein Spiegel. Das ist ein Dirt, was du gerade umrahmt hast mit, komischen Blöcken, die pink sind. Ah, das ist übrigens der Geist. Das ist ein Spiegel. Nein, das ist kein Spiegel, okay? Ich weiß, du hattest eine harte Zeit und so und du wurdest gefangen genommen und sowas in der Art, ne? Aber manchmal bildet man sich Sachen ein, nachdem man länger gefangen wurde. Probier es aus. Wie soll ich es denn ausprobieren? Mann, da kann ich nicht... Jetzt geh mal hier weg, Mann. Hä? Wie geht das? Hä? What the fish? Wie? Hä? Was ist denn da hinten dran? Wie? Wie ist es denn hier ein Spiegel? Das ist einfach... Showing armor, showing fashion. Showing armor, showing... Hä, what the fish? Ich habe es dir gesagt... Hä? Ich kann mir eine Schleife anziehen. Ich kann mir einen Hut anziehen. Jetzt kann ich mir noch Pullover oder sowas anziehen. Oder halt so... Hey, ein Streifenpullover. Oh, lol, wie lustig sieht das denn aus? Ich ziehe mir einen Streifenpullover an. Hä, what the fish? Seit wann gibt es sowas? Und warum kann ich mich... Warum ist das ein magischer Spiegel? Inwiefern ergibt das Sinn? Okay. Ich, ziehe mich wahrscheinlich jetzt irgendwie um. Ich, hab mich umgezogen. Hä? Wie funktioniert sowas? Guck mich mal an. Ich sehe aus wie Robin Hood oder sowas in der Art. Oder sehe ich aus wie Robin Hood? Ich glaube ja nicht, ne? Du hast hier einen blauen Pullover angezogen. Hey, das ist ja mal mega cool. Also...
Keine Angst, das ist nur der Geist, der gerade irgendwelche Tiere abfackelt. Das ist ganz normal, okay? Das ist also deine Magie? Ist es deine Zauberkraft oder sowas, dass du, Müllspiegel erzeugen kannst oder so? Ist das deine Zauberkraft? Ja? Nein? Ich weiß es nicht. Okay, ist das nicht normal? Nein, das ist ehrlich gesagt nicht normal. Es ist aber auch ehrlich gesagt nicht normal, dass Lebkuchen einfach vom Himmel fallen. Aber das ist eine andere Geschichte, die solltest du ignorieren, okay? Brauchst du noch irgendwas, wo ich dir irgendwie bei helfen kann, ohne dass du jetzt anfängst, wieder Spiegel aus Dirt zu bauen? Also kann ich dir dann noch sonst irgendwo helfen oder sowas in der Art? Weil ich habe nämlich deinem Bruder auch so viel geholfen, wie ich konnte. Nein, ich bedanke mich, dass du mir geholfen hast. Mann, dieser komische Geist ist richtig nervig, es tut mir leid. Okay, und jetzt willst du weiter hier wohnen oder was möchtest du machen? Weil ich hätte eigentlich gar kein Problem mit meinem, einen Nachbarin zu haben, muss ich sagen. Das wäre vielleicht sogar echt cool, muss ich sagen. Ich möchte meinen Bruder suchen. Oh, also meinst du jetzt sofort oder willst du vielleicht erst nächste Woche starten oder sowas in der Art? Weil, der Tag ist lang und sowas in der Art. Du weißt doch Bescheid, ne? Die Nächte sind kalt, die Tiere sind brutal. Ich werde jetzt ihn suchen. Okay, dann kann ich dich wahrscheinlich nicht festhalten. Dann mach's gut, meine kleine, weiß ich nicht, oder große, weil du hast mir nämlich noch gar nichts über dich erzählt. Ich weiß nicht mal deinen Namen und den Namen von deinem Bruder weiß ich auch nicht, aber ich habe dich, glaube ich, Sina oder Sia oder irgendwie Lisa oder irgendwie sowas habe ich dich genannt. Danke. Wenn ich ihn gefunden habe, komme ich wieder. Alles klar. Okay, gut. Dann mach's gut, ne? Viel Spaß bei der Suche von deinem Bruder. Oh Mann, Alter, jetzt werde ich hier wieder alleine mit dem Geist gelassen. Mann, und der stellt mir hier die ganze Zeit nur komische Kühlschränke hin. Weißt du was? Du bist der Blödeste, den es überhaupt nur gibt. Sie war gerade voll dabei, sich in mich zu verlieben. Und dann hast du auf einmal, ich bin der Geist. Und nur wegen dir hat sie dann hier, die hatte ich im Spiegel gesehen. Und die ist nur wegen dir gegangen. Mann. Okay, Leute, wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Geist.